Ezio, come in, son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene. I'll get it done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Hm? Immer doch. Wir und Ärger? Quatsch. Sonderzustellung. Zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Ganz kurz, ich hätte gedacht, man kann die Karte auch noch anders aufrufen. Okay, dann machen wir hier rechts zuerst. Verdura! Verdura appena colta! Nope, 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 nope. Du sollst loslassen. You Giovanni's kid? No, idiota. He just happens to look exactly like the man. Give it here. Don't worry, boy. We're not contagious. At least I'm not. Gut, auf zu den anderen beiden. Truhe, und die ist auch noch golden. Immer her mit dem guten Geld. Das kann man immer gebrauchen. Oh, ich höre eine Feder, ich höre eine Feder. Delivery from Giovanni Alatore? Yes. Were you followed? No. Why would I be followed? Give me the package. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Who's moving? What's going on here? Wait, come back. Explain yourself. Wir werden das noch sehr früh herausfinden, was hier vor sich geht, Ezio. So, wir müssen jetzt noch eine Nachricht von dem Taubenschlag holen. Sehr schön. L1 halten, um eine alternative Sicht zu bekommen, wenn alternative Kamera angezeigt wird. Gut, zurück zu Giovanni. Attenzione!
Ah, der Mist, ich hab schon wieder das Ganze verkackt, mich nochmal festzuhalten. Father? Federico? Serezio! Thank God! What happened? Where is everyone? They took your father and brother to the Palazzo della Signoria, to prison. And my mother, my sister. Ezio. Claudia. Are you all right? Yes, but mother... She's in shock. They... When she resisted... It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes, to my sisters. Good, do that. In the meantime, I'll go see my father. Be careful, Messer Ezio. The guards were looking for you as well. Gefängnisausbruch. Ja, wir müssen jetzt vorsichtig sein, da wir jetzt hier Staatsfeind Nummer 1 sind. Das bedeutet, wir sollten uns sehr vorsichtig fortbewegen, da die Wachen uns sofort attackieren werden, wenn sie uns sehen. Unsere Familie wurde gefangen genommen und Ezio hat überhaupt keine Ahnung, was hier vor sich geht und natürlich möchte er das nun erfahren. Deshalb werden wir uns zu seinem Vater auf den Weg machen, zu Giovanni, denn der schien ja zu wissen, was hier vor sich geht und was ihm droht. Na, du sollst nach oben. So, wir kommen zu unserem ersten Sperrgebiet. Oh, sorry, bro. Sorry, 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 sorry. Na, kommen wir leider nicht hoch. Was? Hier kommen wir auch nicht hoch? What the fuck? Die Steuerung ist wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, es ist nämlich in dem Teil hier auch ja ein bisschen schwammig. Ich hab schon wieder gedacht, der klatscht mir wieder auf den Boden. Kann ich die eigentlich hier schon packen? Noch nicht. Okay. Dann werde ich dir mal aus dem Weg gehen. Beil dich. Rum. Geh hoch. Ich glaube, er hat uns verloren.
Ezio. Father, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm all right. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them. Yes. Wait. You knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain! There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfaloniere, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the Pazzi behind this? There was a note for you at the beginning. It said, go, Ezio. Go now. Ja, wir haben noch immer nicht wirklich erfahren, was hier vor sich geht, was hier passiert. Ich würde allerdings noch mal gerne da hoch. Weil es ist immerhin auch ein Aussichtspunkt. Und den möchte ich natürlich auch noch mitnehmen. So, nicht daneben springen. So, wir sind ja nun sehr beliebt hier. Deshalb sollten wir aufpassen, wo wir hinlaufen. Und wem wir über den Weg laufen. Ich war gerade einen kurzen Moment etwas festgebackt. So, wir haben nochmal eine Chance, uns hier richtig gut festzuhalten. Jetzt hat das besser funktioniert. Familienerbstück. Father said there was a door here. Ja, und da ist er. Ezio im Assassinengewand. Ach, schön. Immer wieder schön. Diese Cutscene, die ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Sowas vergisst man nicht. Traditore! Hey, what's with the swords?
Aren't you supposed to arrest me? No. What do you want then? Any last words for your woman? For you to die! Well, that's not going to happen. So why don't we explore other options? There are no other options! So, nochmal ein kleines Tutorial hier, wie man die Waffen wechselt. Ich gehe jetzt wieder hier auf die Dächer, damit wir etwas ungesehener hier durchkommen. So viele Wachen dürften jetzt auch hier immer noch nicht auf den Dächern stehen. Und das ist somit immer noch eine der sichersten Möglichkeiten, jetzt von A nach B zu kommen. Ich sehe eine Feder. Die können wir auch noch gleich mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, for fuck's sake. Ezio Auditore? What are you doing here at this hour? I don't... Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning, and they'll be released. Thank you, Signore. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at the piazza. Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. Mm-hmm. Das ist eine dreiste Lüge, mein Freund. Und der dubiose Kerl mit der Kapuze hinter dir hat es nicht besser gemacht. Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg zu der Anhörung. Macht einfach so viel Spaß, über die Dächer zu rennen, ne? Das ist einfach so schön. Der letzte, der noch steht. Giovanni
Auditore! You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! Need to get closer. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced to death. You are the traitor, Roberto, and one of them. You may take our lives this day, but we will have yours in return, I swear! We will! Father! Hey! Grab the boy! He's one of them! I'll kill you for what you've done! Guards! Arrest him! Abba Tete. Okay, nichts wie weg von hier. Wir mussten gerade mit ansehen, wie unsere Familie hingerichtet wurde. Zumindest, es wurden nicht alle hingerichtet. Aber unser Vater und unsere beiden Brüder. Obwohl sie nichts verbrochen haben. Ah, okay. Doch, sie konnten. Im ersten Teil konnten sie nicht reingucken, aber ab dem zweiten dann schon. Okay. Dachte, im zweiten konnten sie das noch nicht. Der Schmerz des Verrats. Und damit haben wir Sequenz 1 beendet. I've got a little request for you. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Serezio, thank God. I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annetta. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No. It's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house. Just north of the Duomo. I'm on my way. Ja, wir sind immer noch meist gesucht und unser Anwesen. Yeah, peace, bro. Bye. God damn it. Ja, jetzt stehen sie auf den Dächern. Den habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Ah, den Bogen schon gespannt. Ezio, komm. Komm, du musst. Hoch. Schneller. Wenn der dich abschießt, ratzelst du da wieder runter. Habe ich keine Lust zu. Gut. So, jetzt müssen wir auch auf den Dächern aufpassen. Dass wir nicht von den Wachen entdeckt werden. Yeah.
leeches today. So, ich werde auch hier wieder gleich auf das nächste Dach gehen. Denn so habe ich immer noch die beste Chance, allen Wachen zu entgehen. So, hier steht noch einer. Den versuchen wir auch mal zu umgehen. Hier gibt es noch einen Aussichtspunkt, der ist hier oben. Ich gucke mal, dass wir den jetzt auch noch gleich mitnehmen können. Der ist ja schon praktisch neben dem Haus. So, ich werde jetzt auch hier wieder nach unten klettern und nicht den Todessprung machen, weil wir so nämlich auch noch die Wachen umgehen können. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Annetta speaks quite highly of you. I can see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego, call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance. But the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. And why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. Anpassung, die Methoden der Kurtisanen lernen. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You two must learn to blend like us, and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Ja, im zweiten Teil musste man noch mit den Wachen selber mitlaufen und dann haben sie das so gemacht, dass wenn du untertauchst, dass Ezio automatisch der Masse folgt, dass ihr da selbst nicht mehr den Stick bewegen müsst.
Das Ding ist halt jetzt, dass das ein bisschen, dass ich jetzt ein bisschen die doof gespalten habe, weil das sind zwei Gruppen und ich switch jetzt immer ganz blöd zwischen den beiden hin und her. Bene. Now that you've learned to blend, I'll show you how to use it for more than just moving around. Let's teach you how to steer. Thief! Thief! Once you've stolen from someone, Ezio, you mustn't linger. Anpassung abgeschlossen. Wunderbar. Und dann können wir hier mit Paola noch einmal reden. Allerdings werde ich hier nun erstmal einen Cut machen. Wir sind schon gut vorangekommen. 1,5 Stunden haben wir schon wieder in Assassin's Creed 2 verbracht. Aber wir stehen immer noch am Anfang. Ezio hat viele Fragen. Ezio hat noch viel zu lernen. Und ich freue mich schon darauf, wie es mit Ezio Auditore da Firenze im nächsten Part weitergehen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Part von Assassin's Creed 2 wieder. Bis dahin, ciao.